This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi, Leute. Ich bin jetzt wieder zurück in Deutschland. Und sagen, ich habe die Ankunft hier sehr genossen und habe richtig gemerkt, wie verändert ich war, als ich hier wieder angekommen bin und in was für ein Feld ich hier wieder reinkomme. Man hat schon gleich gemerkt, dass hier eine ganz andere Stimmung wieder ist. Aber das Schöne ist, was ich diesmal gemerkt habe, dass ich damit ganz anders umgehen kann. Das letzte Mal, als ich zurückgekommen bin, da hat mich das alles noch viel mehr mitgenommen. Und jetzt finde ich das alles viel interessanter irgendwie und es nimmt mich nicht mehr so mit. Es ist irgendwie, ich ziehe einfach meine Konsequenzen zurück, mache das, was sich daraus ergibt, aus der Situation gerade. Und es ist irgendwie das gleiche Umfeld, aber alles fühlt sich ganz anders an. Und ja, jetzt an Ostern war ich zum Beispiel, schon wieder eine Weile her, aber an Ostern war ich, bin ich dann zurückgekommen. Und dann hatten wir Familienessen und es war einfach echt schön irgendwie. Sonst war das für mich irgendwie anstrengend, so in das Feld irgendwie reinzugehen oder sich dann irgendwie was anhören zu müssen oder so. Aber diesmal war es irgendwie, ich habe mich gefreut, die Familie wieder zu sehen. Und es ist ganz anders so, dieses mit Umfeld kämpfen, das war irgendwie nicht mehr so. Das war einfach so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Irgendwie so ein freies Gefühl, dass ich davon immer loslassen konnte, wenn dann jemand kommt mit Stress und ich so, okay, ja, schön. Ja, aber ich habe mich davon nicht mitziehen lassen. Sonst habe ich mich da oft so mitreißen lassen und dachte dann auch wieder, ey, jetzt muss ich wieder was machen, so, hier sind alle voll hektisch und machen was. Und am Ende ist es so. Die gute Laune geht irgendwie nicht weg. Auch wenn mal etwas Schlechtes dazwischen kommt. Weil eben alles im Kopf entsteht. Ihr kennt es bestimmt so, wenn ihr ja, eine schlechte Nachricht bekommt, dann ist es ein schlechter Tag. So früh ist gleich schlechte Nachricht bekommen, irgendwie die Frau will sich scheiden lassen. Und dann ist der ganze Tag scheiße. Auch wenn ihr irgendwie in den Freizeitpark geht und die tollsten Dinge erlebt. Und so ist es nur von eurer Einstellung her abhängig, wie ihr die Dinge im Äußeren wahrnehmt, was ihr davon an euch ranlasst, was, wie das eure Stimmung beeinflusst. Warum beeinflusst es eure Stimmung, wenn jemand anderes gut drauf ist oder schlecht drauf ist? Irgendwie habe ich diesmal mich viel mehr in meiner Mitte gefühlt. Es war irgendwie so angenehm und es ist immer noch so angenehm jetzt gerade in Deutschland. Ist sowieso, ich bin nicht aus Deutschland weg irgendwie, weil ich so flüchten wollte, sondern einfach nur mal im Sommer halt, weil es schön warm ist in den Tropen. Und ich möchte nicht dauerhaft irgendwie aus Deutschland raus eigentlich. Ich mag die Jahreszeiten, ich mag die Landschaft hier, ich mag das alles so, den Frühling, wenn alles wieder blüht, so jetzt zum Beispiel, und dann den Sommer und einfach die Luft und alles ist ganz anders, diesen Wechsel, ich mag das total. Und nur der Winter ist mir ein bisschen zu lang und deswegen bin ich die letzten Jahre immer im Winter eben ins Warme, genau. Aber ich mag es hier genauso in Deutschland, weil viele Leute, die man trifft auf den Reisen, die viele laufen ja komplett von den Problemen davon, sage ich mal, und wollen dann einfach flüchten und nicht mehr in ihre Probleme zurückgehen und
das nicht annehmen und die nicht bearbeiten. Aber so ist es bei mir nicht. Also ich möchte schon immer wieder gerade in dieses Feld in Deutschland rein. Da passiert dann zu viel. Da kann man wirklich Erfahrungen irgendwie sammeln und was verändern irgendwie. Also ich bin sehr froh hier zu sein. Genau. Aber im Winter bin ich auch glücklich, woanders zu sein. Aber wenn ich hier bin, ist es auch in Ordnung. Das Wichtige ist, wenn der Kopf dann wieder, wenn er sich entwickelt, das Bewusstsein und dieses Glück in einem entsteht, dann ist es egal, wo man ist. Ja. Äußeren Umstände, die sind vielleicht, wenn man gerade in labilen Zuständen ist, dann ist es gut, sich da Sicherheit zu schaffen, ein gutes Umfeld und so. Aber irgendwann, wenn es dann immer weitergeht, im Moment ist so, das war bei mir so das erste Mal, dass es so einfach, ja, schön war und ich gemerkt habe, oh, ich bringe das nicht mehr so raus. So früher hat mich das nach einer Zeit immer rausgebracht. So. Und da ging es vielleicht dann eine Stunde nicht, ein paar Tage. Aber jetzt ist irgendwie so, ja, ist einfach schön so. Und ja, ich habe mich dann auch gefreut, so an Ostern, Family war bei meiner Oma, Kaffee und Kuchen getrunken. Und war ganz schön. Und ja, auch so die Leute wieder zu treffen, jetzt wieder alte Freunde zu treffen. Ja, sehr schön alles. Genau. Die paar Eindrücke wollte ich euch mal in dem Video hier da lassen. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Genau. Aber es passt eigentlich schon. Und dann macht's gut und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal. Ciao.